Sie ist ein nice Girl, ja, ja, ja. Für sie habe ich immer Zeit, Girl, ja, ja, ja. Yo, Leute, Bruder ist wieder am Start und heute werde ich, nach ein paar Tagen, nachdem die Waffen rausgekommen sind, versuchen, sie auch mal zu ziehen. Ich dachte mir, ich habe erst überlegt, ich mache kein Opening dazu, habe mir jetzt dazu entschlossen, dass wir jetzt irgendwie doch eins machen. Ich gehe schon mal in den Schwarzmarkt rein und ihr seht, ich habe 314 Kryptos und einen Tagesdopper noch über und ich will jetzt erstmal versuchen, ohne Geld das Ganze zu ziehen. Kurzer Hinweis noch, wer es jetzt am Freitag sieht, heute Abend 18 bis 22 Uhr ist ein Livestream auf Twitch, auf dem Nvidia-Channel, also twitch.tv/nvidiageforce.de sind wir am Start 4 Stunden lang, 18 bis 22 Uhr, könnt ihr gerne vorbeischauen und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. So, und passt mal kurz auf, wir sind hier am Start mit dem Tagesdoppel und es gibt ja jetzt, ich muss euch kurz zeigen, was ich noch nicht habe. Einmal kurz, es gibt ja bei den Primärwaffen jetzt neu, ne, die AK-74U, ihr habt das Video wahrscheinlich dazu gesehen und es gibt aber immer noch die PPSH und die D13 Sektor, die ich noch nicht habe. PPSH würde ich auch mich mega drüber freuen, aber ich hätte natürlich auch gerne die AK, wobei die PPSH schon stärker sein soll. Und hier fehlt mir die Galil auch noch, also die wäre auch nicht verkehrt, aber sonst habe ich hier halt schon alle Waffen am Start. Genau, sekundär fehlt mir natürlich die neue Pistole, die 1911, wo das Video gestern zukam. Gerne noch auschecken, wer es nicht gemacht hat, und sonst habe ich hier auch diese Waffe noch nicht. Leute, ne, dieser Werfer, der macht mich so verrückt immer. Und hier fehlen mir auch noch so ein paar Sachen, die Nahkampfsachen. Ja, das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich hasse eh die Leute, die damit spielen. Aber wir fackeln jetzt nicht lang und machen erstmal auf. Und ich will alles klar, Digga. Ich verspreche schon wieder 10-mal. Also ich würde am liebsten halt jetzt, ohne Geld auszugeben, wenigstens eine coole Waffe ziehen. Oh, da hätte schon was kommen können. Und wir kriegen Kunst des Kriegers. Okay, nee, des Krieges. Maischmuggelware heißt, dass es eine neue Sache ist. Gut, ist jetzt, ja, ist halt eine coole neue Sache so, aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Wahre. So, jetzt gehen wir an die Kryptos, ne? Ich weiß, es sind nicht viele, aber vielleicht habe ich ja einmal Glück und schaffe es wirklich hier einfach neue Sachen zu ziehen, ohne Geld auszugeben, Leute. Das wäre echt schön, aber ich sehe mich jetzt eh schon gleich wieder dafür, was weiß ich, 50 Euro diese 5000er kaufen und oh nein, Mann. Ich habe so Angst, dass wir gar nicht ziehen. Ja, die neue Tarnung, ich wollte sie unbedingt haben. Oh, und ich dachte, jetzt kommt noch eine Waffe, Alter. Das wäre zu krass gewesen, aber die wollte ich unbedingt haben. Das ist die neue Dark Matter Tarnung quasi. Habt ihr in den letzten Videos auch schon wahrscheinlich dann mitbekommen, dass die am Start ist. Und ich habe sie jetzt endlich für mich selber auch, weil ich ja den Account von Kevin davor benutzt habe. Oh, ich bin gerade, ey, es sieht so schön aus. Ich bin gerade so froh, dass ich wenigstens jetzt schon mal die habe. Vielleicht gebe ich mich damit ja zufrieden, ne? Habt ihr den Titel vielleicht? Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Titel so genannt habe, wie ich ihn mir vorgenommen habe. Ich schlinge. Aber wenn ich es gemacht habe, dann wisst ihr jetzt wahrscheinlich, was ich gezogen habe. Aber vielleicht kommt ja noch was Geileres. Und wie viel Kryptos haben wir jetzt noch? 177, wir kriegen auch immer ein paar zurück. Ja, die Energie und Tarn für die Haymaker. Was juckt mich die? Also, es bringt mir halt gar nichts so. Ich will einfach eine Waffe haben. Und ich habe ja noch zwei Nahkampfwaffenbestechungen. Die könnte ich natürlich, also eine werde ich auf jeden Fall benutzen, dass wir irgendeine Nahkampfsache noch ziehen. Aber eigentlich will ich jetzt schon so die PPSH oder die AK haben. Galil wäre auch fett, wäre ohne Witz, das wäre auch nice, weil die Galil auch eine geile Waffe ist. Sonnenschein für Razorback, ich glaube, ich kriege gleich sowieso noch ein paar doppelte Kryptos zurück, weil ich schon einige Sachen hier doppelt habe. Alter, ne, jetzt, das Spiel will mich schon so ein bisschen ärgern gerade, das merke ich. So, komm. Ja, nimm das und geh mir aus den Augen. Ja, alles klar, Digga. Chill mal ein bisschen und lass mich doch einfach jetzt was ziehen. Noch voll Zucker. Was immer labern. Nein, oh, ich dachte, ich kriege jetzt was. Ey, Mann. Leute, komm schon. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Gib mir was. Gib mir was. Oh, Mann. Meisterschütze für Shiva. Ich dachte schon, das wäre ein cooler Aufsatz für eine Sniper. Nein, doppelte eintauschen. 73 kriegen wir zurück. Also, wenn ich mit Glück, können wir noch drei seltene aufmachen. Bis jetzt haben wir halt wirklich nur Into the Void Tarnung gezogen. Und sonst halt absolut nichts. Ja doch, wir können noch genau drei mindestens aufmachen. Bitte, Mann. Genau. Mach schon auf, zeig sie mir. Oh, Dino-Bezwinger, Meister. Geil. Habe ich wenigstens wieder eine Meister freigeschaltet. Das lohnt sich halt irgendwann, wenn man immer mit Kryptos und so aufmacht und trotzdem sau viel Zeug zieht. Ah, immer diese Argus, ne? Das. Wie, ihr kennt es ja von meinen anderen Openings wahrscheinlich, dass diese Argus-Sachen immer dann. Ja, das wird wieder nichts. Also zumindest kein Episch. Und die Ritual. Ach, Mann. Doppelte. Oh, ich würde euch halt schon gerne noch eine Waffe zeigen, ne? Und jetzt habe ich keine Kryptos mehr dafür. Ich sehe, wie ich schon wieder hier Geld ausgeben, ne? Komm, wir machen eine Nahkampfbestechung erstmal auf. Komm. Ah, nein. Aber den habe ich noch nicht. Den Bushwhacker. Und das Rahmenauge! Was? Ich krieg einfach beide auf einmal. Ey, das hatte ich noch nie. Ich habe schon so oft Screenshots gesehen, dass Leute doppelte Sachen ziehen. Ich krieg einfach zwei. Ey, wie geil ist das denn? Ja, okay, das reicht mir dann doch. Dann habe ich zwar keine neue Waffe, aber vielleicht ziehe ich sie irgendwann doch mal. Und ich habe die neue Tarnung. Ey, wie geil ist das gerade? Ich ziehe einfach zwei in einem. Und das Rabenauge sieht auch so fett aus. Und Bushwhacker macht so einen geilen Sound, so dieses Kettensägengeräusch. Komm, wir gucken uns jetzt einmal schnell die Tarnung an.
Oder erstmal kurz hier die Nahkampfdinger. Komm, hier neu haben wir Bushwhacker und Rabenauge. Wunderbar. Und jetzt primär. Ah ja, haben wir gar nichts. So, aber ich wollte irgendeine Waffe ausrüsten. Nehmen wir mal eine Sniper. Komm, ich habe die auf Snipern, habe ich die, glaube ich, noch gar nicht gesehen. So, Locus, zack. Und hier, Extras into the Void. Okay, die zappelt jetzt hier schon ein bisschen extrem rum. Ich glaube, in-game ist es nicht ganz so krass. Aber Leute, die Tarnung sieht so heftig aus. Also wenn man die mit... Ich zeige euch die mal auf allen Snipern einmal. Oh, lol. Um das zu vergleichen, wie das so aussieht. Ja. Ach genau, und die gibt es ja auch neu, ne? Für die, die es noch nicht wissen. Oh, wo ist sie jetzt hin? Hä? Extras, so. Dragonfire, die gibt es für alle. Glaube ich, kostenlos jetzt auf PC und PS4. Weil wir so eine Challenge geschafft haben mit gewissen Headshots. So, P06 gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut im Livestream heute Abend vorbei. Und ja, die Tarnung, doch, die mag ich, die gefällt mir. SVG will ich jetzt aber auch nochmal sehen. Ich meine, im Vergleich zu Dark Matter ist es einfach nochmal eine schöne Neuerung und kann man echt nichts gegen sagen. Auch wenn diese Blitze hier ein bisschen sehr rumzappeln. In-game sieht das noch ein bisschen geiler aus. So, und jetzt auf den DLC-Waffen. Yo, hab ich noch gar nicht geguckt. Dragonfire sieht auch geil aus und... Ey, das sieht schon fett aus, ne? DBSR, komm, DBSR spiele ich eher. Was haben wir da? Extras. Ja, doch. Und dann noch irgendwie das Thermal drauf, so. Doch, das sieht schon nice aus. Hier haben wir auch ein paar neue Sachen, ne? Da, Kunst des Krieges. Das war die einzige richtige Neuerung. Ist jetzt, na, juckt mich jetzt nicht so. Also Leute, ohne Geld haben wir es geschafft, zwei neue Nahkampfwaffen zu ziehen. Plus die neue Tarnung. Und da steht ja, in 5 Tagen läuft sie ab. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sie jetzt unbedingt noch einfach ziehen und ich bin gerade echt froh, dass ich sie gezogen habe. Leider jetzt nicht die AK oder die Pistole oder PPSH oder sowas, aber die werde ich irgendwann schon nochmal ziehen. Und wenn ihr bis hierhin jetzt noch dran geblieben seid, auch wenn das Video nicht so lange war, schreibt mal einfach chilliges Ende in die Kommentare. Und genau, was ich noch in die Kommentare gerne hätte von euch ist, war, ob ihr glaubt, dass nochmal eine neue Sniper reingepatcht wird, weil das war eigentlich so meine Hoffnung. Deswegen habe ich jetzt auch erst kein Opening gemacht zu diesen Waffen, weil ich mir dachte, ey, ich will eigentlich eine neue Sniper haben. Und jetzt kam wieder nur eine normale Waffe und eine Pistole und ich dachte mir, ja, hey, das lohnt sich jetzt nicht, da auch wieder Geld reinzustecken, deswegen halt auch ohne Geld und alles. Muss halt auch nicht immer sein und das muss eigentlich gar nicht sein, aber Kryptos farmen dauert halt extrem lange und so viel zocke ich jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag da hunderte von Kryptos kriege. Ja, also ich fände es einfach nice, wenn die irgendwann nochmal eine Sniper reinpatchen und dann bin ich auch nochmal bereit, da ein Opening zu machen, definitiv. Und bis dahin würde ich sagen, warten wir einfach ab und ich bin gespannt auf eure Meinung und ja, dann schreibt sie mir in die Kommentare, lasst gerne noch eine Bewertung da und haut rein, Leute, schaut die letzten Videos an und bis zum nächsten Mal. Sie ist eine nice Girl, ja, 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 für sie habe ich immer Zeit, Girl, ja, ja, ja. Mann, release das jetzt endlich, Mann.